Gut, dann sind wir jetzt live und ich begrüße, ah ja, wir sind live, ich begrüße alle herzlichst zu unserem Vortrag heute. Ich bin sehr froh, dass wir Frau Professor Dr. Denise Sommer gewinnen konnten für den Vortrag, was die Medienwirkungsforschung zum Thema Nachhaltigkeit beitragen kann. Und ich möchte jetzt auch gar nicht zu viel Zeit für mich selbst in Anspruch nehmen und würde direkt zur Vortragenden überleiten. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen auch nochmal von mir. Salzgitter Calling sozusagen. Wir begrüßen Sie alle herzlich aus und an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften. Mein Name ist Denise Sommer und ich werde Sie durch die nächsten knapp 90 Minuten führen mit meinem kleinen Vortrag Eine Frage der Überzeugung, was die Medienwirkungsforschung zum Thema Nachhaltigkeit beitragen kann. Wir starten auch mal direkt mit einer kleinen Agenda. Was erwartet Sie also in der nächsten Vorlesungsrunde hier? Ich möchte mich zunächst kurz vorstellen, um auch so ein bisschen klarzumachen, was mache ich hier eigentlich? Dann gibt es eine kleine Einführung zum Thema, also was ist eigentlich Medienwirkung und was haben Medien mit Nachhaltigkeit zu tun? Und den Kern des Ganzen habe ich so ein bisschen mit These, Antithese und Synthese aufgebaut. Das heißt, ich möchte Ihnen ein bisschen was darüber erzählen, was die Medien leisten können, kommen da auf verschiedene Ansätze zu sprechen, die die Medienwirkungsforschung kennt, leite dann aber über zur großen Herausforderung, die sich stellt, nämlich, dass das natürlich gar nicht so einfach ist und stark vom Publikum und dessen Merkmalen abhängig ist. Auch dazu habe ich Ihnen ein paar theoretische Einblicke und ein paar empirische Erkenntnisse mitgebracht. Und das Ganze wird dann münden in eine Synthese zum zu dem, was die Überzeugungsforschung uns lehrt, was wir aus ihr lernen können. Und ich ende dann mit ein paar Ideen und Empfehlungen, wie man denn nun diese sagenumwobene Filterblase, in der wir uns ja gern mal bewegen, wenn wir Medien nutzen, durchbrechen kann. Okay, los geht's mit mir. Ich habe extra noch mal ein kleines Bild von mir mitgebracht, wie ich ganz aussehe, denn seit mehr als einem Jahr sieht man mich eigentlich immer nur so in diesem Ausschnitt mit Headset, wie Sie das jetzt auch gerade tun. Ich bin seit nunmehr 4 Jahren Professorin für Theorie der Kommunikations- und Medienwissenschaft an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften in Salzgitter in Niedersachsen. Hierher bin ich gekommen als studierte Psychologin und Kommunikationswissenschaftlerin. Ich habe vorher gelehrt und geforscht an den Unis in Jena und Leipzig. Und meine Herzensthemen, die mich eigentlich schon so die ganze wissenschaftliche Laufbahn über begleiten, ist natürlich erstmal diese Medienwirkungsforschung, also das, weshalb wir auch heute hier sind. Mich treibt die Frage um, was Kommunikation und Medien mit uns tun, wie sie uns beeinflussen, welche Wirkungen sie entfalten. Und dazu werde ich ja heute hier auch sprechen. Ansonsten interessieren mich vor allem Dynamiken zwischenmenschlicher Kommunikation und ein Forschungs- und Lehrthema, das mir außerdem sehr am Herzen liegt, ist das Thema Diversity in den Medien. An der Ostfalia lehre ich tatsächlich ein buntes Grundlagenportfolio, Theorien aller Art, Psychologie, Ethik und Geschichte der Medien. Und außerdem betreue ich am liebsten Forschungsprojekte der Studierenden, weil man da einfach auch so ein bisschen wissenschaftliche Kreativität ausleben kann. Und das, finde ich, ist eigentlich so auch unsere schönste Aufgabe. Nebenbei bin ich auch ehrenamtlich aktiv. Ich bin an unserer Fakultät hier in Salzgitter die Gleichstellungsbeauftragte seit dem vergangenen Jahr. Also auch hier wieder dieses Thema Diversity, Gleichstellung, also im Grunde eher so dieser soziale Bereich der Nachhaltigkeit. Den finde ich sehr wichtig und der ist mir ein persönliches Anliegen. Und ich koordiniere, wie ich finde, den tollsten Studiengang bei uns, nämlich den Bachelor Medienkommunikation. Und der hat mich auch in diese Public Climate School hier gebracht, denn wir haben sehr engagierte Studierende, die mich gefragt haben, ob ich hier
eine Vorlesung halten will. Ich habe erst mal überlegt, denn ehrlich gesagt mit Klimaforschung, selbst mit Klimakommunikation habe ich eigentlich nicht unmittelbar was zu tun. Aber aus der Perspektive der Medienwirkungsforschung habe ich tatsächlich gerade auch so im vergangenen Jahr relativ viel mit den Studierenden über solche Fragen diskutiert. Wie kann man Menschen davon überzeugen, nachhaltiger zu leben und zu handeln? Wie kann man Filterblasen durchbrechen? Wie gelingt es, Menschen an ihren Einstellungen zu greifen? Und das bringt uns eigentlich auch direkt zu unserem Thema heute. Und deswegen freue ich mich, dass ich hier bin und dazu was beitragen kann. Okay, dann würde ich sagen, wir starten einfach mal direkt. Und das, was ich jetzt mitgebracht habe, kennen die Studierenden, die in meinen Vorlesungen sind, meistens schon. Nämlich die Frage, was ist eigentlich Medienwirkung überhaupt? Ja? Normalerweise stelle ich dann immer, oder habe ich da immer so zwei Beispiele parat. Das kann man jetzt, glaube ich, relativ knapp halten, aber die Frage ist natürlich immer, was bedeutet es eigentlich, wenn Medien wirken? Ja? Was versteht man unter dieser Medienwirkung? Beispiel 1 ist bei mir immer, beim Umzug, Kisten packen, habe ich so ein großes, schweres Fernsehgerät und es fällt mir auf den Fuß. Ist das eine Medienwirkung? Nein, natürlich nicht, denn wenn das Gerät mich trifft, ist hiermit natürlich noch keine tatsächliche klassische Folge von Medienrezeption gegeben. Das zweite Beispiel bringt uns der ganzen Sache schon etwas näher. Ich bin Fan von Robbie Williams. Da haben sich meine Studierenden sehr engagiert im Chat und haben auch gleich irgendwelche Liedtexte eingetippt und so weiter. Wenn ich nun also durch die Stadt laufe und großes Plakat von Robbie sehe, an so einer Bushaltestelle oder irgendwo sehr prominent, ich schaue dahin, bin entzückt, laufe weiter, achte nicht darauf, wo ich hinlaufe und donnere gegen den nächsten Laternenpfahl. Ist es eine Medienwirkung? Ja, schon eher, denn was ist passiert? Das Plakat hat meine Aufmerksamkeit so gefesselt, dass ich andere Dinge komplett ausgeblendet habe und damit hat mich im Grunde die Medienbotschaft berührt und hat eine Wirkung auf mich ausgeübt. Ja? Und das bringt uns eigentlich unmittelbar zu dem, was hier steht, nämlich die Frage, was bedeutet eine Medienwirkung? Eine Medienwirkung ist immer eine Veränderung, die sich ergibt, und zwar aufgrund von Mediennutzung. Das heißt, ich muss mich einem Medium zuwenden und es tatsächlich nutzen. Damit ist meistens eine Botschaft verbunden. Und diese Veränderungen, die zeigen sich nun nicht unbedingt physisch, wie beim Fernseher, der mir auf den Fuß fällt, sondern tatsächlich erstmal hauptsächlich in internen Prozessen. Das heißt, wir können registrieren Veränderungen in unseren Kognitionen, also in unserem Denken, in unserem Wissen, in unseren Vorstellungen. Ja? Wenn ich in den Nachrichten Beitrag sehe über den Klimawandel, wenn ich mich in Dokus damit auseinandersetze, wenn ich vielleicht bei MyLab mir bestimmte wissenschaftliche Zusammenhänge zu dem Thema erklären lasse, dann resultiert das in der Regel in klassischen kognitiven Medienwirkungen. Ich lerne, ich informiere mich. Medien wirken auch sehr, sehr häufig emotional. Ja, das heißt, die berühren unsere Gefühle. Darauf kommen wir dann auch noch weiterhin zu sprechen. Ich kann mich freuen über vielleicht gute Nachrichten in Sachen Klimaschutz oder zuversichtlich sein. Oder ich kann vielleicht auch große Wut empfinden, wenn ich mal wieder höre, wie wenig getan wird oder wie langsam die ganzen Entwicklungen in Sachen Nachhaltigkeit voranschreiten. Die höchste Kunst der Medienwirkung ist sicherlich die Wirkung auf das Verhalten. Ja? Das heißt, wie kann man tatsächlich auch mit Medienbotschaften Verhalten ändern? Viele Medienbotschaften sind genau darauf ausgelegt. Da geht es ums Kaufen, ums Wählen. Ja? Wir wollen die Leute animieren, mit Werbung bestimmte Produkte zu erwerben. Wahlwerbung spielt eine große Rolle
wir befinden uns auch gerade im Wahlkampfjahr, aber auch demonstrieren könnte eine Verhaltenswirkung der Medien sein. Denken Sie an Fridays for Future. Ja? Und wenn wir im Grunde diese drei ersten Dimensionen von Kognition, Emotion und Verhalten jetzt mal bündeln und zusammennehmen, dann spricht man oft von Einstellungen als globalen Bewertungstendenzen, die sowohl kognitive, emotionale als auch verhaltensmäßige Anteile haben. Und so eine Einstellung drückt sich aus, zum Beispiel in Zustimmung oder Ablehnung, im Fansein, ja, also ich hänge vielleicht bestimmten Personen oder vielleicht auch Bewegungen an, ja. Und das sind so erstmal die klassischen Kategorien, in denen sich Medienwirkung zeigt. Und daher sehen Sie natürlich auch schon sehr gut, mediale Botschaften können was bewegen. Die können uns dazu anregen, zu denken, zu fühlen und unser Handeln entsprechend auch anzupassen. Das klingt ja erstmal ganz gut. Es gibt noch ein paar andere Unterscheidungen, die wichtig sind, wenngleich auch heute nicht so relevant. Natürlich stellt sich dann die Frage, was wirkt da eigentlich? Einerseits kann ein Medium oder dessen Gestalt selbst eine Wirkung entfalten. Ja? Vor allem, wenn so neue Medienentwicklungen auf den Markt kommen, sind die erstmal spannend, generieren Aufmerksamkeit. Und da geht es manchmal gar nicht so sehr um die Botschaft, sondern einfach um das Medium selbst. Ja? Aber meistens sind natürlich Inhalte oder Botschaften dann doch die Auslöser von Medienwirkungen. Das heißt, das, was wir sehen, hören, lesen, das trägt wesentlich zu diesen Medienwirkungen bei. Medienwirkungen können dabei kurz- und langfristig, geplant und ungeplant sein. Manche oder viele Medienwirkungen sind nur sehr kurzer Natur und auch relativ schnell wieder vergessen. Das liegt auch daran, dass wir einfach sehr, sehr vielen Informationen täglich ausgesetzt sind, die uns so in den Medien begegnen. Aber es gibt durchaus auch sehr langfristige Medieneffekte. Und gerade wenn man nochmal ans Lernen und also an diese kognitiven Wirkungen zurückdenkt, dann macht das natürlich auch Sinn, dass wir durchaus auch einiges, was wir in den Medien lesen, hören, sehen, lange behalten und abspeichern. Geplant und ungeplant, natürlich gibt es eine Reihe an Kampagnen und sozusagen eigens dafür erstellten Medienbotschaften, die ganz gezielt eine ganz bestimmte Wirkung erreichen wollen. Wenn die dann tatsächlich eintritt, reden wir von einer geplanten Medienwirkung. Aber viele Medienwirkungen sind auch ungeplant, manchmal positiv, manchmal negativ. Mediale Botschaften haben auch schon panische Reaktionen ausgelöst, die meistens nicht beabsichtigt waren. Manchmal verursachen sie auch eher das Gegenteil, weil sich zum Beispiel dann darüber lustig gemacht wird, obwohl das eigentlich nicht der Fall war. Also das heißt, es gibt ebenso geplante wie ungeplante Medienwirkung. Und die können auf ganz verschiedenen Ebenen stattfinden. Das heißt, es gibt sehr individuelle Wirkungen. Sie verbinden oftmals mit bestimmten Medienbotschaften auch eine persönliche Geschichte, ja, mit einem bestimmten Film, der sie besonders berührt hat, oder mit irgendeinem Artikel, den sie besonders spannend fanden. Aber es gibt auch eine Reihe von Medienwirkungen, die sozusagen auf einer größeren Skala sich abspielen, zum Beispiel gruppenspezifisch, ja, diese ganzen Trends unter Jugendlichen von bestimmten Formaten in den Medien, ja, das wären klassische gruppenspezifische Medienwirkungen. Und es gibt tatsächlich auch gesamtgesellschaftliche Medienwirkungen, auf die werden wir auch gleich nochmal genauer eingehen. Damit haben wir erstmal das so ein bisschen aufgefächert und Sie sehen, Medienwirkung ist eine relativ vielfältige Geschichte. Und wenn man sich das so anguckt, stellt sich natürlich als nächstes die Frage, was hat das denn nun eigentlich alles mit Nachhaltigkeit und mit dem Klima zu tun? Wenn Medien all diese Wirkungen entfalten können, ist es vielleicht erstmal interessant, sich anzuschauen, welche Rolle Medien in unserem Alltag spielen. Und Sie werden nicht überrascht sein zu hören, dass sie eine sehr große Rolle spielen. Medien durchdringen unseren Alltag. Aktuelle Studien
beziffern die Netto-Nutzungszeit der Durchschnittsdeutschen pro Tag auf ungefähr 7 Stunden. Da sind parallele Nutzungen noch gar nicht mit eingerechnet, sonst würden sie noch höher liegen. Ja? Das heißt, einen Großteil unserer Zeit verbringen wir tatsächlich jeden Tag mit den Medien in ganz verschiedenen Formen. Bewegtbild spielt eine besonders große Rolle dabei, aber auch Audio und textliche Inhalte. Und das zeigt natürlich erstmal, dass uns Medienbotschaften einfach sehr, sehr häufig erreichen und dadurch natürlich auch entsprechendes Potenzial für Überzeugung bergen. Medien wirken dabei nicht nur direkt, sondern was ich auch einen ganz spannenden Effekt finde, der mich auch immer wieder irgendwie selber fasziniert, die haben auch nochmal indirekte Wirkungen. Inwiefern? Medien und öffentliche Kommunikation sind ja ein gesamtgesellschaftliches Phänomen und genau das denken wir im Grunde auch immer mit. Wir nutzen also Medien selbst und unterstellen aber zugleich, dass das auch alle anderen da draußen tun. Ja? Und das sorgt dann dazu, dass wir davon ausgehen, dass auch die anderen von den Medien beeinflusst werden und dass wir uns daran auch in gewisser Weise orientieren. Ganz spannend und passend dazu aus der Umweltkommunikation gibt es eine Studie von KollegInnen aus Singapur, die herausgefunden haben, dass Medienbotschaften, die zu umweltfreundlichem Verhalten animieren, besonders bei denjenigen eine starke Wirkung entfalteten, die auch davon ausgegangen sind, dass die Medien auf andere eine starke Wirkung entfalten. Ja? Das heißt, wir finden im Grunde auch sowas wie gesellschaftliche Anpassungstendenzen. Ich unterstelle, die anderen haben diese Botschaften auch wahrgenommen und werden davon überzeugt. Also lasse ich mich auch überzeugen. Den Gedanken nehmen wir schon mal mit, denn der spielt nachher nochmal eine große Rolle. Okay, Ausgangsfrage und weiteres Vorgehen. Wenn Medienwirkungen also so eine allumfassende und komplexe Geschichte sind und die Medien in unserem Alltag eine so wichtige Rolle spielen, könnten wir ja sagen, okay, dann ist das alles nur eine Frage der Überzeugung, dann können wir die Medien auch als einen wesentlichen Akteur ansehen, der uns hilft, die Menschen davon zu überzeugen, nachhaltiger zu leben, nachhaltiger zu handeln und unser Klima möglichst zu schützen. Frage, geht es so einfach? Können also Medienbotschaften unsere Einstellung zum Klimawandel und unser ökologisches Handeln tatsächlich beeinflussen? Dazu werde ich wie folgt vorgehen. Ich werde Ihnen einerseits ein paar Erkenntnisse dazu berichten, was die Medien können. Das heißt, was können sie leisten? Was wissen wir zur Überzeugungskraft der Medien? Aber auf der anderen Seite werde ich Ihnen auch sozusagen als Antithese ein paar herausfordernde Erkenntnisse präsentieren. Denn so einfach ist es denn doch nicht, auch wenn Medien zweifellos wirken, lässt sich das Publikum nicht so einfach berechnen. Das beides zusammen soll dann in die Synthese münden und im Grunde geht es also darum, dass ich versuche, Erkenntnisse aus der akademischen Medienwirkungsforschung auf Nachhaltigkeitskommunikation anzuwenden. Fangen wir mal mit der ersten Rubrik an, nämlich mit der Frage, was können denn nun die Medien? Alles eine Frage der Agenda. Vielleicht haben Sie schon mal was von dem Konzept des Agenda-Setting gehört. Medien werden sehr häufig als sozusagen ganz relevante Themensetzer betrachtet. Was meint es? Das ist eigentlich eine relativ klassische Idee, geht zurück unter anderem auf dieses schöne Zitat, das ich Ihnen auch mitgebracht habe von Cohen, der sagte, die Presse, damals noch ein besonders wichtiges Medium, mag nicht besonders erfolgreich darin sein, den Menschen zu sagen, was sie denken sollen. Sie ist weitaus erfolgreicher darin, ihren Lesern zu sagen, worüber sie nachzudenken haben. Das heißt,
Medien sind stark darin, Themen zu setzen, Themen in die Öffentlichkeit zu bringen, sie zu lancieren und damit sozusagen sowas wie einen Transfer von Relevanz zu erzeugen. Bedeutsame Medienthemen erlangen, so sagt man häufig in der Agenda-Setting-Literatur, also in den Köpfen des Publikums, eine ganz besondere Bedeutung. Und tatsächlich haben das ganz viele Studien auch immer wieder belegen können. Wenn man also das Publikum befragt und zeitgleich sich Medieninhalte genauer anschaut, dann stellt man eine sehr ähnliche Agenda bei Publikum und Medien fest. Publikumsagenda und Medienagenda ähneln einander stark, einerseits in der Themenwahl und andererseits in der Themenwichtigkeit. Es gibt drei Modelle, die diese Theorie des Agenda-Setting vorschlägt. Sie sagt, dass Agenda-Setting einerseits auf der Basis von sogenannter Awareness passiert, also sozusagen der Wahrnehmung und Aufmerksamkeit. Eine Betonung bestimmter Themen erzeugt erstmal Aufmerksamkeit beim Publikum. Soweit, so gut. Dann das zweite Phänomen ist die Salience, also sozusagen die Eindrücklichkeit oder Intensität, mit der das passiert. Dieses Modell geht davon aus, dass die Menge der Berichterstattung die Beachtung bestimmt. Das heißt, hier haben wir tatsächlich erstmal dieses klassische Phänomen, viel hilft viel. Je mehr ein Thema überall berichtet wird, umso eher wird es auch wahrgenommen und wird die Aufmerksamkeit drauf gerichtet. Und schlussendlich gibt es dieses sogenannte Priority-Modell, das davon ausgeht, dass wir auch die Themenrangfolge der Medien übernehmen. Das heißt, die Themen, die am wichtigsten in den Medien auftauchen, die als erstes platziert werden, die Aufmacherthemen auf den Zeitungen und so weiter, die ersten Themen der Nachrichtensendungen, die werden auch als wichtiger eingestuft im Vergleich zu denen, die auch angesprochen werden, aber vielleicht ein bisschen weiter hinten oder ein bisschen später. Ja? Das heißt, tatsächlich orientieren sich offensichtlich die Menschen sehr stark daran, was wichtig ist, je nachdem, wie die Medien das berichten. Das heißt, Medien sind im Grunde wesentliche Themensetzer. Und das kann man natürlich nutzen. Und ich würde sogar sagen, dass das eigentlich auch tatsächlich das ist, was bislang gut funktioniert hat. Vor allem durch die Fridays for Future-Bewegung und die zahlreichen Engagements und Aktivitäten der letzten 2, 3 Jahre. Denn tatsächlich ist spätestens mit der Fridays for Future-Bewegung hier ein Thema gesetzt, das auch tatsächlich eigentlich seitdem die Medien nicht mehr verlassen hat. Ja. Corona hat sicherlich hier Einschränkungen bedeutet. Nichtsdestotrotz, auf der Medienagenda ist das Thema Klima tatsächlich mittlerweile mehr oder minder dauerhaft präsent. Und das ist definitiv ein Erfolg, den ich der Fridays for Future Bewegung auch zuschreiben würde, denn das war vorher doch deutlich schwieriger. Ja. Im Grunde hat sich diesen Agenda-Setting-Gedanken auch die strategische Kommunikation schon zunutze gemacht. Man spricht in diesem Zusammenhang von dem sogenannten Agenda-Building oder vielleicht kennen Sie auch den Begriff des Issues-Management, der in der strategischen Kommunikation öfter auftaucht. Das heißt, mit diesem Agenda-Setting-Effekt hat natürlich die Überzeugungskommunikation gemerkt, wenn man gezielt auf die Thematisierung in den Medien Einfluss nimmt, das heißt, wenn man versucht, in den Medien bestimmte Themen zu platzieren, prominent, dann kann man das auch für eine strategische Themensetzung beim Publikum nutzen. Ja? Deswegen ist erstmal grundsätzlich natürlich eine möglichst aktive Öffentlichkeitsarbeit
sehr, sehr hilfreich, um Themen erstmal überhaupt auf die Agenda zu setzen und um Aufmerksamkeit für so ein Thema wie Klima zu schaffen. Nicht genug mit dem Agenda-Setting. Die Medienwirkungsforschung hat dann relativ schnell auch geschaut, ist es denn wirklich nur diese Aufmerksamkeit für Themen und die Themensetzung selbst? Oder vermögen die Medien nicht doch noch darüber hinaus auch sozusagen tiefer einzudringen? Und man hat relativ schnell gemerkt, ja, das tun sie. Das ist dann das sogenannte Second-Level-Agenda-Setting. Das heißt, weiterführende Forschungen haben ergeben, dass also durchaus nicht nur die Themen aus den Medien übernommen werden und in ihrer Wichtigkeit entsprechend eingeschätzt, sondern dass darüber hinaus auch Attribute und Bewertungen, also sozusagen dann doch auch das Wie und das Was, weitergegeben werden. Es gibt da verschiedene Phänomene, die interessant sind, unter anderem das Priming und das Framing. Und das zweite, nämlich das Framing, wollen wir uns gleich mal ein bisschen genauer anschauen. Zuvor möchte ich Sie aber noch kurz an einen Punkt erinnern, den ich eingangs genannt habe. Denn wir hatten ja gesagt, Medien wirken nicht nur direkt, sondern auch indirekt. Und das lässt sich super mit dem Agenda-Setting verknüpfen. Denn in der Tat ist es so, wenn wir davon ausgehen, dass Medien Themenagenten setzen, also das heißt, dass Medien auf Themen aufmerksam machen, dann ist natürlich auch das wieder nicht nur eine direkte Wirkung. Das heißt, ich bin nicht nur selbst dann von der Wichtigkeit bestimmter Themen überzeugt, sondern ich gehe auch wieder davon aus, auch die anderen Leute finden genau diese Themen wichtig. Und die Agenda-Setting-Forschung hat auch tatsächlich gezeigt, dass Menschen über die Themen, die besonders in den Medien berichtet werden, auch im persönlichen Umfeld vermehrt sprechen. Das heißt, das Ganze setzt sich in persönlichen Netzwerken fort und führt natürlich dazu, dass dann auch tatsächlich gesellschaftliche Diskurse entstehen. Okay. Kommen wir mal zur zweiten Ebene und zur Frage, was passiert denn nun, wenn die Agenda sozusagen gesetzt ist und es in die Bewertungsebene und sozusagen tiefer in die Botschaft hineingeht. Die Sache mit dem Framing. Auch Framing ist mittlerweile ein Begriff, der in aller Munde ist. Vor 2, 3 Jahren gab es diese Diskussion über dieses Framing-Manual des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Framing wird auch manchmal eher so ein bisschen als, sagen wir mal, eine manipulative Strategie verstanden. Gucken wir uns erstmal an, was das überhaupt bedeutet. Die Framing-Forschung geht zurück eigentlich auf so ganz grundlegende Untersuchungen zur menschlichen Informationsverarbeitung, zum Beispiel auf die Arbeiten von Kahneman und Tversky, die dafür auch gar einen Nobelpreis in der Ökonomie bekommen haben. Die haben sich nämlich immer angeschaut, wie muss man denn Botschaften formulieren, um ein bestimmtes Verständnis davon zu erwirken oder zu bewirken. Und eigentlich ist es nichts anderes als diese berühmte Frage, ist das Glas halb voll oder halb leer? Das heißt, in der Framing-Forschung geht es um die Frage, wie wird eine Botschaft gestaltet, aufgebaut und wie wirkt sich das dann auf ihr Verständnis und ihre Verarbeitung aus? Ein Frame ist dabei tatsächlich sowas wie ein Rahmen, ja, habe ich hier auch mal auf der Folie so aufgemalt. Das heißt, ein Frame kennzeichnet eine zentrale Idee oder die Linie einer bestimmten Story, ein Deutungsmuster oder einen Sinnhorizont. Und der sozusagen in die Welt gesetzt, führt dazu, dass wir als MediennutzerInnen ein ganz bestimmtes Interpretationsschema nahegelegt bekommen und dass wir bestimmte Informationen oder Ereignisse auf eine ganz bestimmte Art und Weise wahrnehmen und bündeln.
Im besten Fall führt ein zentraler und sozusagen konsistenter Frame dazu, dass Themen dauerhaft auf eine bestimmte Art und Weise ausgewählt, akzentuiert und wahrgenommen werden. Ein Frame bedeutet dabei, dass auf ganz spezifische Punkte mehr Augenmerk gelegt wird als auf andere. Das heißt, es kommt durchaus auch zur Exklusion von bestimmten Themen oder Themenaspekten. Das heißt, dieser Deutungsrahmen, das ist eine relativ komplexe Geschichte. Das sind bestimmte Muster, die in Botschaften sozusagen enthalten sind und die dann sich, das kann man mittlerweile auch in der Framing-Forschung sehr schön zeigen, tatsächlich von der Botschaft ausgehend bis ins Publikum auf ähnliche Weise weitertragen. Dazu habe ich Ihnen mal den absoluten Klassiker mitgebracht, Ant-Man, hier so ein kleines Zitat: To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a communicating context in such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation and or treatment recommendation for the item described. Puh. Vielleicht nochmal in einfach. Das heißt, wenn wir von einem Frame als einem Deutungsrahmen ausgehen, geht Herr Entman davon aus und hat damit die Framing-Forschung sehr beeinflusst, dass Frames immer sowas wie eine Problemdefinition enthalten, dann eine kausale Interpretation, also im Grunde eine Ursachenzuschreibung, eine moralische Bewertung und eine entsprechende Handlungsempfehlung. Und dieser Grundgedanke, der hat dann auch die Forschung ziemlich lange und intensiv umgetrieben und um das mal ein bisschen plastischer zu machen, habe ich Ihnen dazu mal ein Beispiel mitgebracht, was uns auch direkt in unser Thema Klimawandel führt. Hier habe ich Ihnen also mal den Frame dargestellt mit der Problemdefinition, der Ursachenzuschreibung, der moralischen Bewertung und der Handlungsempfehlung. Und es könnte dann zum Thema Klimawandel beispielsweise so aussehen, dass wir also als Problem definieren: Die Erderwärmung lässt die Polkappen abschmelzen, der Meeresspiegel steigt und hunderte Tierarten sind bedroht. Das ist unser Problem. Auf welche Ursache könnte man das Beispiel zurückführen? Jetzt ist ja mediale Berichterstattung in der Regel nicht so komplex, dass da nun 100 Ursachen genannt werden. Deswegen ist hier mal eine rausgegriffen. Könnte also sein, der CO2-Ausstoß zum Beispiel durch die Kohlekraft, der ist einfach zu hoch und bewirkt, dass die Erderwärmung weiter voranschreitet. Dazu gibt es dann eine entsprechende moralische Bewertung. Die könnte hier zum Beispiel sein: Politik und Energiewirtschaft orientieren sich zu stark an den Kosten für Energieproduktion und setzen deswegen immer noch zu viel auf Kohlekraft. Und im Idealfall gibt es dann sowas wie eine Handlungsempfehlung dazu. Die wäre dann sowas wie Kohleausstieg bis 2030, denn es gibt ja mittlerweile genug alternative Energiequellen. Das wäre also ein möglicher Frame oder ein möglicher Deutungsrahmen für so eine Botschaft, die man zum Thema Klimawandel senden könnte. Ich habe Ihnen auch noch eine zweite mitgebracht, denn das Ganze könnte man natürlich auch noch ein bisschen anders rahmen. Auch hier beginnt die Problemdefinition mit der Erderwärmung und den abschmelzenden Polkappen. Aber das Problem wird anders weiter beschrieben, denn hier geht es nicht um die Tierarten, sondern hier wird gesagt, unsere Kinder und Enkel werden deutlich mehr als wir von Wetterkatastrophen betroffen sein, als Folge der Erderwärmung. Auch wird hier eine andere Ursachenzuschreibung vorgenommen. Auch hier wird zwar der CO2-Ausstoß genannt, aber hier wird die Fleischproduktion eher in die Verantwortung gerückt. Ja, oder in den Fokus. Der CO2-Ausstoß durch die Fleischproduktion ist zu hoch. Moralische Bewertung könnte dann sein: Es wird aber leider immer noch viel zu viel Fleisch, zu viel zu günstigen Preisen produziert und konsumiert. Und eine mögliche Handlungsempfehlung könnte dann sein, wenn sich jeder, jede Einzelne
deutlich fleischärmer ernähren würde, würde die Nachfrage sinken und in Folge natürlich auch die Produktion zurückgefahren. Sie merken eigentlich beides sozusagen Deutungsmuster oder Argumentationsrahmen, die schlüssig sind und stimmig, ja, und auch eigentlich sozusagen das gleiche Anliegen verfolgen, nämlich zu kommunizieren, dass wir ein ernsthaftes Problem haben durch den Klimawandel und dass da was zu tun ist, ja. Aber sie sind trotzdem sehr unterschiedlich ausgerichtet. Und das bringt uns zu einem zweiten entscheidenden Punkt, der für Medienwirkung unerlässlich ist, und zwar der persönliche Bezug oder das sogenannte Involvement. Ja? Wenn wir jetzt noch mal kurz uns die beiden Frames anschauen, Kohlekraft, Energiewirtschaft und Politik, Kohleausstieg und dann Fleischproduktion und Fleischkonsum. Womit könnten wir jetzt als Einzelne vermutlich eher was anfangen oder was liegt unserem Alltag, unseren Gewohnheiten, unserem Leben näher? Sicherlich der zweite Frame, denn hieraus leiten sich auch tatsächlich für jede Einzelne ganz konkrete Handlungsempfehlungen ab. Und im Grunde ist mit diesem Frame auch tatsächlich für uns persönlich die Betroffenheit weitaus größer, denn solange Politik und Wirtschaft verantwortlich gemacht werden, könnten wir selbst uns ja ganz gut zurücknehmen und rausziehen. Das könnten wir im zweiten Fall eher nicht, ja? Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, der uns auch so durch die Medienwirkungsforschung eigentlich immer begleitet. Ein persönlicher Bezug von Medienbotschaften ist oftmals der Schlüssel, um Menschen zu überzeugen. Und eine ganz wichtige Rolle für Aufmerksamkeit auf mediale Botschaften und auch eine tiefergehende Verarbeitung von Medienbotschaften ist dieses sogenannte Involvement, also wie stark bin ich eigentlich in eine Medienbotschaft involviert, wie sehr fühle ich mich davon angesprochen, wie sehr bin ich bereit und willens da einzusteigen, wie sehr berührt und betrifft mich das, ja? Das ist ein ganz wichtiger Punkt und der kann unter anderem mit Framing tatsächlich gelingen. Jetzt hatten wir ja auch schon gesagt, eine wichtige Medienwirkungsdimension sind Emotionen. Und tatsächlich gibt es auch hier deutliches Potenzial, das man nutzen kann, wenn es darum geht, Menschen zu überzeugen. Dabei spielen sowohl positive als auch negative Emotionen eine wichtige Rolle. Fangen wir mal bei dem Positiven an. Positive Emotionen helfen insofern bei der Überzeugung, als dass sie oftmals assoziiert werden mit Medienbotschaften und sozusagen mitgelernt. Das heißt, etwas, das mir auf eine positive Art und Weise rübergebracht wird, das empfinde ich als angenehm und bin dann auch eher bereit, mir das zu merken und mich darauf einzulassen. Außerdem etablieren positive Emotionen eine weitere Nutzung. Das heißt, wenn ich einmal mit Angeboten eine positive Emotion verbinde, dann werde ich auch eher gewillt sein, mich zukünftig darauf einzulassen. Das spricht also durchaus dafür, dass eine Überzeugungskommunikation, die sich dem Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz widmet, mit positiven Emotionen verbunden sein sollte. Das heißt vielleicht auch eher sowas wie Zuversicht vermitteln, auch konkrete Handlungsoptionen, die umsetzbar sind, mit beinhalten. Und dann sind die Leute auch in der Regel bereiter, sich darauf einzulassen. Trotzdem sind auch negative Emotionen ein wichtiger Punkt in der Medienwirkung, denn wir wissen, und das kennen Sie sicherlich auch aus Ihrer persönlichen Erfahrung, dass negative Emotionen, das hat auch ganz evolutionäre Gründe, erstmal häufig Aufmerksamkeit fesseln. Ja? Die sind aufmerksamkeitsleitend einfach deshalb, weil wir sowas wie Gefahr wittern und dadurch
in so einen Alarmzustand versetzt werden. Das heißt, um die Leute zu kriegen, um sie zu catchen, wie man neudeutsch sagt, ist negative Emotion erstmal prinzipiell gar nicht so verkehrt. Außerdem kennen Sie sicherlich auch aus Ihrer eigenen Erfahrung solche Geschichten wie den Umgang mit sowas wie schockierenden oder furchterregenden Botschaften. Ich weiß, dass auch gerade eine Reihe von Leuten aus der jungen Generation sich ganz bewusst für eine nachhaltigere Lebensweise entscheiden, nachdem sie schockierende Medienbotschaften rezipiert, konsumiert haben, ja, beispielsweise die Dokumentationen über Massentierhaltung oder Lebensmittelproduktion veranlassen relativ viele Menschen dazu, inzwischen ihre Ernährung umzustellen, ja. Und tatsächlich sagt das auch, also zeigt das auch die Forschung ganz klar, negative Emotionen können uns aufrütteln und in der Folge dazu führen, dass wir uns also mit bestimmten Themen auseinandersetzen und dann auch tatsächlich handlungsleitend werden. Mit negativen Emotionen ist aber auch immer ein gewisses Risiko verbunden, denn es kann auch zur Gegenreaktion kommen. Das heißt, so ein Backfire- oder Boomerang-Effekt kann ausgelöst werden und die Leute verfallen im schlimmsten Fall eher in eine Schockstarre, als dass sie mobilisiert werden und lehnen in Zukunft alle weiteren Botschaften zum Thema ab. Das heißt, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Trotzdem hat man zu diesen negativen Emotionen viel, viel geforscht und die werden auch tatsächlich sehr häufig in der Überzeugungskommunikation verwendet. Denken Sie an die abschreckenden Bilder auf den Zigarettenschachteln oder sicherlich haben Sie auch schon mal diese Kampagnen gegen das Rasen auf Autobahnen oder Landstraßen gesehen, wo dann diese Plakate hängen. Das ist also sozusagen ein klassischer Einsatzbereich negativer Emotionen für Überzeugung. Und schon die Propagandaforschung, die bis in die 40er Jahre zurückreicht, hat sich mit dieser Frage auseinandergesetzt, wie kann man mit negativen Emotionen Menschen aufrütteln und überzeugen. Und aus diesen vielen Studien wissen wir, dass es vor allem so Furchtappelle von ungefähr mittlerer Intensität sind, die besonders wirksam sind. Also zu schwach darf die negative Emotion nicht sein, sonst macht uns das nichts aus. Zu stark darf sie auch nicht sein, sonst lähmt uns das eher. So eine mittlere Intensität ist geboten. Und was Furchtappelle oder negative emotionale Appelle noch ansprechender und wirkungsvoller macht, ist, wenn damit verbunden werden, möglichst konkrete Handlungsempfehlungen. Das heißt, wenn diese negative Emotion auch dann insofern aufgelöst wird, als dass man ganz konkret dazu kommuniziert, was ist denn zu tun, um das Negative, was hier geschildert, präsentiert wird, zu vermeiden. Ja? Also mittlere Intensität von negativer Emotion plus ganz klarer Appell, was zu tun ist, erweist sich als relativ überzeugend und erfolgreich, wenn man Personen bewegen will, ihre Einstellungen und ihr Handeln zu ändern. Zwei Punkte will ich zum Schluss noch ergänzen. Wir sind jetzt schon zu sprechen gekommen auf den persönlichen Bezug und das Involvement, ja, also Betroffenheit, sozusagen Beschäftigung mit dem Thema. Das spielt auch hier eine wichtige Rolle bei den Emotionen, denn Emotionen, die berühren mich natürlich oft auch sehr persönlich und konkret in meinem eigenen Erleben und Empfinden. Deswegen sind die auf jeden Fall auch ein wesentlicher Schlüssel dazu, dass Menschen stärker involviert werden in Themen. Aber auch Netzwerk- und Gesprächseffekte, also diese indirekten Wirkungen, die werden über Emotionen nochmal zusätzlich verstärkt. Denn wenn ich selbst emotional betroffen bin, einerseits trage ich das dann häufig weiter und fange an, auch mit anderen mich darüber auszutauschen. Und wenn ich selbst emotional betroffen bin, unterstelle ich in der Regel auch, dass es
die anderen Leute um mich herum aus dem Publikum genauso sind. Ja? Das heißt, auch hier haben wir eigentlich wieder diese beiden wesentlichen Elemente. Und wenn wir das jetzt nochmal so kurz resümieren, dann können wir also erstmal sagen, Medien können schon eine ganze Menge. Die können Themen setzen. Die können bestimmte Bewertungen und auch Begründungen und Erklärungen nahelegen. Sie können uns Geschichten erzählen, die uns berühren oder persönlich betreffen. Und sie können an unsere Emotionen appellieren und uns damit mobilisieren. Also das heißt, wir haben jetzt erstmal auf der Habenseite so einiges gesammelt. Man kann also mit medialen Botschaften einiges erreichen. Gucken wir doch aber mal, was die Krux daran ist oder was die ganze Sache erschwert. Das Publikum lässt sich nicht berechnen. Dazu habe ich Ihnen eine Theorie mitgebracht, die ist schon ziemlich alt, aus den 1950er Jahren, eine sozialpsychologische Theorie von Leon Festinger, nämlich die Theorie der kognitiven Dissonanz. Worum geht es da? Es geht zunächst um Kognitionen. Kognitionen haben wir ja vorhin auf der Eingangsfolie zur Medienwirkung schon mal gehabt. Das sind also Wissen und Überzeugungen von Personen. Und Kognitionen, die haben wir eigentlich sozusagen über fast alles, über unsere Umwelt, über uns selbst, über andere Personen. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe an Wissens- und Vorstellungsbeständen im Gehirn abgespeichert. In der Regel besteht eine solche Überzeugung oder ein solches Wissen aus mehreren einzelnen kognitiven Elementen. Heutzutage stellt man sich unser Wissen oder unser Denken oftmals in so einer Netzwerkstruktur vor. Und das heißt, sie haben dann so verschiedene Punkte, die miteinander verbunden und miteinander assoziiert sind. Ja? Und die einzelnen Punkte wären dann quasi die kognitiven Elemente. Die spielen in dieser Theorie eine wichtige Rolle. Denn Herr Festinger geht nun davon aus, dass wir häufig diesen Fall erleben, den er als Dissonanz beschreibt. Wir erleben nämlich immer wieder Widersprüche in unserem Denken zwischen zwei oder mehreren kognitiven Elementen. Das klassische Beispiel, was immer bedient wird und durchaus auch einiges mit Nachhaltigkeit zu tun hat, ist das Rauchbeispiel. Ich bin also beispielsweise Raucherin, weiß aber ganz genau, dass Rauchen meine Gesundheit gefährdet, möchte aber natürlich sehr gern gesund bleiben und lange leben. Daraus ergibt sich ein Widerspruch, die sogenannte Dissonanz. Und nicht verwunderlich, die ist mir unangenehm und die würde ich am liebsten, wenn es irgend geht, vermeiden oder auflösen. Das ist auch im Grunde die wesentliche These hinter dieser Theorie. Die Existenz solcher Dissonanzen in unseren Kognitionen ist uns also unangenehm und in der Regel motiviert die uns dazu, Dissonanz zu reduzieren und Konsonanz zu erreichen. Wenn Dissonanz vorhanden ist, versuchen wir einerseits eben diese Dissonanz aufzulösen. Aber wir sind im Grunde dadurch auch vorgewarnt und versuchen nun aktiv, die Situation und Infos zu vermeiden, die die Dissonanz noch verstärken und uns sozusagen noch in tiefere Widersprüche stürzen. Was ist zu tun? Oder anders gesagt, wie löst man Widersprüche auf? Das Einfachste wäre natürlich in so einem Fall, wir würden schlicht unser Verhalten ändern. Das heißt, ich bin Raucherin, ich weiß, Rauchen ist ungesund, ich möchte aber gesund leben. Also wäre das Einfachste und Naheliegendste, ich höre auf zu rauchen. Okay, Sie wissen aber selbst, der innere Schweinehund, das ist eben gar nicht so einfach. Ja? Und ganz ähnlich ist es natürlich bei ganz vielen anderen Handlungsweisen, die im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Ökologie stehen. Ja. Zweite Möglichkeit, wir könnten unsere Umwelt ändern. Das heißt, wir könnten irgendwie versuchen, das Ganze so zu drehen, dass Rauchen nicht mehr so ungesund ist.
ist in dem Fall ein bisschen utopisch, im Übrigen auch für alle möglichen Nachhaltigkeits- und Klimaschutzszenarien relativ utopisch. Aber das wäre sozusagen auch ein Weg daraus aus dieser Dissonanz. Man könnte sowas wie gesündere Zigaretten wählen oder eine Umgebung wählen, in der Gesundheit vielleicht auch nicht so eine große Rolle spielt. Strategie 1 und 2 sind dennoch eher unwahrscheinlich. Was am häufigsten passiert, wenn wir uns in so einer widersprüchlichen Situation befinden, ist der dritte Punkt, nämlich eine sogenannte kognitive Umdeutung oder Rechtfertigung. Was können wir machen? Wir versuchen, mehr konsonante Elemente in unser Denken einzubringen, also hinzuzufügen. Zum Beispiel Rauchen entspannt mich, Rauchen macht mich glücklich, mit Rauchen finde ich immer Anschluss an neue soziale Gruppen und so weiter. Und stattdessen versuche ich auf der anderen Seite dissonante Elemente möglichst zu vermeiden oder zu verringern. Ja? Ich verstecke die abschreckenden Bilder auf den Schachteln, da gibt es sogar eigene Etuis dafür, damit man die dann nicht mehr sehen muss und so weiter. Das heißt, tendenziell sind wir in solchen Situationen versucht, alles Widersprüchliche, was noch hinzukommt, auszublenden und stattdessen mehr konsonante Informationen hinzuzufügen. Ich könnte außerdem versuchen, dissonante durch konsonante Elemente zu ersetzen, ja. Klar, ich weiß, Rauchen ist schädlich für die Gesundheit, aber ich halte halt durch Rauchen auch mein Gewicht, sonst würde ich zunehmen und das ist ja auch gesundheitsschädlich. Ja? Oder der Klassiker, Altbundeskanzler Helmut Schmidt, der hat sein ganzes Leben total stark geraucht und ist 96 Jahre alt geworden. Also kann das ja so schlimm gar nicht sein. Oder ich werte konsonante Elemente auf und dissonante ab. Entspannung und Freude, die ich beim Rauchen mit meinen Kumpis empfinde, sind mir eigentlich viel wichtiger, als mich jetzt immer penibel an alle Gesundheitsvorschriften zu halten. Ja? Sie merken so ein bisschen, was passiert. Das heißt, wann immer wir mit widersprüchlichen Informationen konfrontiert sind, wann immer wir feststellen, dass unser Denken sich in Widersprüche verstrickt, ja, und Dissonanz entsteht, versuchen wir die irgendwie gedanklich aufzulösen, indem wir uns legitimieren, rechtfertigen und uns überlegen, was wir sozusagen zu unserer Verteidigung heranziehen können. Wozu erzähle ich Ihnen das? Das hat ganz konkrete Implikationen, die uns zurückführen zur Medienwirkung. Nämlich die sogenannte Selective Exposure. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Menschen ganz selektiv, also ausgewählt, Informationen suchen und verarbeiten, um diesen Zustand der Dissonanz möglichst entweder von vornherein zu vermeiden oder ihn, wenn er schon da ist, zu reduzieren. Das heißt, wir versuchen, wenn wir neue Informationen recherchieren und aufnehmen und verarbeiten, die immer so auszuwählen, dass wir möglichst in konsistenten und harmonischen Geisteszustand erreichen und schützen uns dadurch auch, postulieren es zumindest die WissenschaftlerInnen, vor einem übermäßigen negativen Medieneinfluss. Ja? Was heißt das ganz konkret, wenn wir jetzt an Mediennutzung denken? Wir suchen in der Regel nach Infos, die unsere eigenen Überzeugungen stützen. Das heißt, wir sind gar nicht so sehr an neuen, horizonterweiternden Infos interessiert, die möglicherweise unser Weltbild ins Wanken bringen, sondern wir gucken eher, dass wir solche medialen Botschaften suchen und finden, die unseren eigenen Einstellungen ohnehin weitestgehend entsprechen. Wir vermeiden Informationen, die der eigenen Überzeugung widersprechen. Also wir versuchen, das auszublenden. Selbst wenn wir damit konfrontiert werden, kann man empirisch nachweisen, dass wir das dann schlechter erinnern. Und diese Mechanismen sind besonders stark, wenn wir eine starke Dissonanz empfinden. Das heißt, wenn uns dieser Widerspruch wirklich umtreibt. Und wenn wir uns unserer ursprünglichen Überzeugung eigentlich sehr sicher sind.
Das heißt, wir gehen unangenehmen Wahrheiten aus dem Weg. Und das wird natürlich für Überzeugungskommunikation und für Medienwirkung dann ein Problem, wenn diejenigen, die die Informationen eigentlich bräuchten, nämlich diejenigen, die vielleicht schlecht informiert sind über den Klimawandel, die sich vielleicht auch besonders wenig klimafreundlich verhalten, wenn diejenigen gar nicht gewillt sind, sich auf solche Botschaften einzulassen und die eigentlich versuchen zu vermeiden, wo immer es geht. Ja? Das Publikum lässt sich nicht berechnen. Das heißt, mit diesem Punkt müssen wir leben. Selektion und Auswahlprozesse beeinflussen Medienwirkungen sehr maßgeblich und entscheidend. Und das müssen wir berücksichtigen und bedenken, wenn wir Überzeugungskommunikation gestalten, die sich dem Thema Nachhaltigkeit, aber auch im Grunde jedem anderen Thema widmet. Ja? Das heißt, wir haben auf der einen Seite ein relativ großes Potenzial, Medienwirkungen anzustoßen und Menschen mit medialen Botschaften zu überzeugen. Wir haben aber auch auf der anderen Seite etwas, was die Literatur früher als widerspenstiges Publikum bezeichnet hat. Das heißt, RezipientInnen, die nicht unbedingt Hurra schreien, wenn sie neue, vielleicht auch verstörende oder erschreckende Informationen zugetragen bekommen, sondern eher versuchen, ihre schon vorhandenen Weltbilder zu stützen und möglichst wenig an ihren eigenen Überzeugungen zu rütteln. Ja? Darin besteht also im Grunde die große Herausforderung von Überzeugungskommunikation und das ist auch sozusagen Medienwirkungsforschung in a nutshell, wenn Sie so wollen. Ja? Also das sind so die gegenläufigen Erkenntnisse, die Forschung über die Jahrzehnte immer wieder herausgefunden hat und die sich auch in verschiedenen Themenbereichen immer wieder gut bestätigen lassen. Fragt sich, was machen wir jetzt damit? Synthese. Was sagt denn nun die Überzeugungsforschung, um so ein bisschen näher an die Wirkungen heranzukommen? Wie kann ich das trotzdem versuchen und schaffen, Medienwirkungen zu initiieren, die dann auch tatsächlich diejenigen überzeugen, die vielleicht erstmal nicht so offen neuen Botschaften gegenüber sind? Das Wichtigste ist, sich klarzumachen, dass Überzeugung eine sehr komplexe Angelegenheit ist und auf verschiedenen Wegen passiert. Eine ganze Zeit lang war die Forschung dominiert von sogenannten Zwei-Prozess-Modellen, die also davon ausgeht, dass es mindestens zwei verschiedene Wege gibt, auf denen Überzeugung stattfindet. Den Grundgedanken habe ich Ihnen hier mal mitgebracht. Erstens brauchen wir natürlich Argumentation, tiefe Auseinandersetzung und bewusste Verarbeitung. Das gelingt immer dann, wenn das Publikum grundsätzlich Fähigkeit und Motivation dazu mitbringt, um sich mit Botschaften auseinanderzusetzen. Petty und Cacioppo, zwei Sozialpsychologen, die eines dieser zwei Prozessmodelle gestaltet haben, nennen das die sogenannte zentrale Verarbeitungsroute. Eagley und Shaken, zwei andere Psychologinnen, nennen es die systematische Route. Es spielt aber gar nicht so eine Rolle, wie das heißt. Entscheidend ist, es gibt also einerseits den tiefen, den gründlichen Verarbeitungsmechanismus. Ich werde mit einer Botschaft konfrontiert, ich kriege Argumente geliefert und dann gehe ich also tatsächlich in die Auseinandersetzung rein. Ich überlege, ich wäge ab, ich recherchiere vielleicht weiter und treffe dann ein bewusstes Urteil. Das wollen wir natürlich, das wollen wir insbesondere bei wichtigen, ernsthaften Fragen wie beispielsweise dem Klimawandel erreichen. Und dafür sollten wir natürlich auch entsprechende Botschaften mit den entsprechenden Frames zur Verfügung haben, die das tatsächlich auch liefern können und tauglich sind für eine solche Auseinandersetzung. Aber
Damit ist Überzeugung nicht getan, denn das würde ja auch bedeuten, dass wir eine große Zahl an Menschen überhaupt nicht erreichen könnten. Nämlich diejenigen, die weder gewillt sind, sich damit auseinanderzusetzen, noch vielleicht überhaupt dazu in der Lage. Medienwirkung ist aber viel, viel mehr als nur klassische Argumentation und Überzeugung auf rationalem Wege. Viele, viele Botschaften erreichen uns tatsächlich auch unterschwellig. Zum Beispiel über ihre Gestaltung. Ja, wir haben auch vorhin gesagt, die Form oder das Medium selbst kann eine Rolle spielen bei der Wirkung. Witziges, Auffälliges, Bekanntes, Überraschendes kann unsere Aufmerksamkeit wecken und auf so einer, Petty und Cacioppo nennen das peripheren Route, also sozusagen hintenrum, dennoch dazu führen, dass wir uns, dass wir auf Themen aufmerksam werden, dass wir uns irgendwie damit befassen und gegebenenfalls dann doch in Erwägung ziehen, eine Entscheidung zu treffen. Ja? Auf dieses Unterschwellige setzt zum Beispiel ganz viel Werbung so für Konsumgüter. Ja? Wenn Sie jetzt eine Zahnpasta oder eine Schokolade bewerben wollen, ist es wahrscheinlich auch ziemlicher Quatsch, großartig in die Argumentation reinzugehen und darauf zu bauen, dass die KonsumentInnen sich hinsetzen und erstmal eine Liste mit Pros und Cons machen. Ja? Das heißt, da setzt man auf sozusagen möglichst auffällige Reize, auf Gestaltungsmerkmale, die möglichst irgendwie gut und leicht verarbeitbar sind, sodass die KonsumentInnen im Zweifelsfall, wenn sie im Supermarkt vorm Regal stehen, spontan eine Entscheidung treffen, die zugunsten des Produktes ausfällt. Ja? Und der entscheidende Punkt bei Überzeugung ist nun, wir brauchen eigentlich immer beides. Ja? Also diese beiden Wege der Informationsverarbeitung und der Überzeugung, die schließen sich nicht aus, sondern im Grunde gehen die Hand in Hand. Und wenn wir tatsächlich überzeugen wollen und Medienwirkungen erzielen, dann brauchen wir beides. Wir brauchen sowohl gute Argumente, die tragfähig sind und mit denen man sich ernsthaft auseinandersetzen kann, aber wir brauchen eben auch dieses nötige schmückende Beiwerk. Ja? Zweiter wichtiger Punkt in der Synthese, diese drei grünen Kästchen hier, die kennen Sie aus dem, was ich vorhin gesagt habe. Was sagt nämlich die Überzeugungsforschung weiter? Michael Schenk, sozusagen unser Papst der Medienwirkungsforschung, der hat ein ganz dickes, schweres Buch in vielen Auflagen zu diesem Thema geschrieben, kristallisiert drei Schlüsselkonzepte oder Schlüsselfaktoren der Medienwirkung heraus und sagt, egal wie man es dreht und wendet, auf diese drei Faktoren kommt es maßgeblich an, denn sie bestimmen, wie Medienwirkung ausfällt. Und das ist erstens dieser persönliche Bezug oder das persönliche Involvement, also wie sehr bin ich in ein Thema, in eine Botschaft involviert, wie sehr lasse ich mich davon mitnehmen und mittragen und wie sehr kann ich das auf mich selber beziehen. Das sind zum Zweiten diese Netzwerk- und Gesprächseffekte, also die indirekten Wirkungen, die eine ursprünglich direkte Wirkung in der Folge entfaltet. Ja? Trage ich das weiter? Wird eine bestimmte Botschaft vielleicht aus meinem Netzwerk an mich herangetragen? Beschäftigt mich das auch in persönlichen Gesprächen? Unterstelle ich die Wirkung, die bestimmte Botschaften auf mich haben, dann auch bei anderen? Das ist also ein ganz entscheidender Punkt. Und last but not least, die Herausforderung. Medienwirkung ist immer davon determiniert, wie die Leute auswählen. Ja? Das heißt, Medien wirken nicht eins zu eins, die wirken nicht bei allen genauso und mediale Botschaften erreichen auch niemals alle. Und auch das macht nochmal im Zusammenhang mit diesen beiden verschiedenen Wegen der Überzeugung deutlich. Letztlich sollte vor allem für alle was dabei sein, um dann auch tatsächlich zu
umfassenden zu nachhaltigen Medienwirkungen zu gelangen. Gut, das war eine kurze Reise durch die Wissenschaft. Und nun stellt sich natürlich die Frage, was macht man damit oder wie lässt sich das anwenden und dann auch tatsächlich praktisch umsetzen? Wie kommen wir raus aus unseren Filterblasen und können die Leute kommunikativ mitnehmen und damit dann letztlich natürlich auch Gesellschaft voranbringen? Ja? Dazu greifen wir noch mal kurz auf die wesentlichen Punkte, die ich eben genannt habe, und schauen mal, was sich daraus ergibt. Punkt 1, wir hatten gesagt, was können die Medien? Die können Themen setzen und die können sozusagen uns Deutungsrahmen oder Interpretationsansätze liefern, Agenda Setting und Framing. Sichtbarkeit von Themen auf allen Kanälen ist erstmal immer von Vorteil. Denn je mehr ein Thema gesetzt ist und auch permanent sozusagen in der Diskussion bleibt, umso eher ist gewährleistet, dass man damit tatsächlich auch alle erreicht. Ja? Und das meint durchaus nicht nur die modernen und sozialen Medien, sondern gerade um auch die vielfältigen, unterschiedlichen Zielgruppen anzusprechen, müssen Themen wie Klimaschutz und Nachhaltigkeit eben auch tatsächlich in die klassischen Medien. Die Zielgruppe 70+ ist diejenige, die sich sozusagen fast ausschließlich dem linearen Fernsehprogramm widmet. Das sind auch diejenigen, die immer noch sehr, sehr treue ZeitungsleserInnen sind. Auch da gehören solche Themen hin. Ja? Also das heißt tatsächlich, das Bespielen aller Kanäle mit einem Thema ist auf jeden Fall erstmal ein guter Garant dafür, dass Aufmerksamkeit entsteht und ein Thema dann auch im Gespräch bleibt. Und denken Sie hier nochmal zurück an diesen Mechanismus. Wir unterstellen, wenn wir mit einem Thema häufig konfrontiert sind, dass das auch die anderen sind. Ja? Und das regt uns dann vielleicht auch eher an, mal drüber zu sprechen. Ja? Das regt vielleicht die Großeltern dann auch eher mal dazu an, bei den Enkeln mal nachzufragen. Problembeschreibung und Begründung machen den Unterschied. Da sind wir beim Thema Framing. Ja? Und wenn Sie sich nochmal zurückerinnern, Problemdefinition, Ursachenzuschreibung, moralische Bewertung, Handlungsempfehlung. Es macht einen großen Unterschied, welchen Rahmen ich setze. Ist der abstrakt? Ist der konkret? Holt er mich ab oder tut er das nicht? Ja? Führt er eher dazu, dass ich Verantwortung von mir weise oder dass ich die direkt auf mich beziehe? Das heißt, die Problembeschreibung und die Problembegründung machen einen Unterschied. Und das ist aus meiner Sicht auch gerade bei solchen sehr, sehr komplexen und umfassenden Themen wie Nachhaltigkeit, Klimaschutz immer noch ein ganz wesentliches Problem. Wir brauchen sehr, sehr viel konkretere Frames, damit die Leute nicht versucht sind, sich rauszureden und eben genau diese angesprochene Dissonanz zu reduzieren und sagen, ja, aber solange die Industrie jetzt sich nicht bewegt, warum soll ich das dann als Einzelne tun? Ja? Das ist ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht. Emotion. Emotion ist mittlerweile schon viel im Spiel. Die Debatte ist deutlich emotionaler geworden, vor allem auch, seit sie so ein bisschen aus der Wissenschaft raus auch in die Alltagsdiskussion Eingang gefunden hat. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Emotionen holen die Leute ab und haben ein großes Mobilisierungspotenzial. Negative Emotionen sind dabei durchaus manchmal sinnvoll. Schockbotschaften oder Furchtappelle können einen Anstoß geben, um sich weiter mit einem Thema zu beschäftigen. Allerdings sollten negative Emotionen nicht zu erschlagend eingesetzt werden und sie sollten in
dem Sinne aufgelöst werden, als dass es Handlungsempfehlungen und im Grunde auch ganz konkrete Hinweise braucht. Was kann ich denn tun, um den Schaden abzuwenden? Und auf positive Emotionen sollte man dabei nie verzichten. Positive Rahmungen in jeder Art und Weise, positive Bewertungen, die gesetzt sind, werden immer mit dem Thema verbunden und mitgelernt. Und man sollte die Stärke von sowas wie Zuversicht und Hoffnung niemals unterschätzen. Das ist also durchaus ein wesentlicher Punkt. Und ich denke, positive Emotionen könnte dem Diskurs generell auch tatsächlich noch gut tun. Achtung, Selektion. Die Leute werden sicherlich in vielen Fällen nicht Hurra schreien, wenn sie mit Plädoyers für Klimaschutz und ökologisches Handeln kommen. Die wollen sich eher aus der Affäre ziehen und sich rauswinden, denn Dissonanz ist nun mal einfach kein besonders angenehmer Zustand. Darüber muss man sich im Klaren sein. Mediennutzung wird immer selektiv verlaufen und auch Medienwirkung wird bei verschiedenen Menschen immer sehr unterschiedlich ausfallen. Das wissen wir. Deswegen wird nicht alles alle erreichen. Ja? Das ist auch gar nicht Sinn der Sache. Ja? Nicht umsonst heißt es, kenne deine Zielgruppe, ist sozusagen das Credo jeglicher Überzeugungskommunikation. Es ist wichtig zu wissen, wer mit einer bestimmten Botschaft adressiert werden soll und diese Botschaft dann möglichst so zu gestalten, dass sie auch die entsprechende Wirkung erreicht, beziehungsweise dass sie erstmal überhaupt auch entsprechend wahrgenommen wird. Und es wird immer Leute geben, die ihre Botschaften nicht hören wollen oder sie vermeiden. Darum denken Sie auch an die zwei Wege der Überzeugung. Nicht nur Argumente sind wichtig, die sind natürlich erstmal ganz bedeutsam, um sozusagen vor allem auf dieser Wissensdimension Wirkung zu erzielen. Aber für diejenigen, die sich nicht auseinandersetzen wollen und die Argumente nicht hören wollen, nützen die besten Argumente nichts. Deswegen zählen auch die vielen Faktoren drumherum, die Aufmachung, das schmückende Beiwerk und manchen kriegt man vielleicht eher mit einem guten Witz auf satirische Art und Weise oder mit einer besonders aufregenden und innovativen Ausgestaltung einer Botschaft. Ja? Also nicht nur Argumente sind wichtig, sondern auch die Aufmachung zählt. Okay, damit bin ich eigentlich schon durch meine eigene Agenda durch, was wunderbar ist, denn das hat, glaube ich, jetzt doch besser gepasst, als ich schon befürchtet hatte. Ich neige gelegentlich dazu, ein bisschen ins Plaudern zu geraten. Damit haben wir jetzt auch noch bequem Zeit, um Fragen zu beantworten und vielleicht auch tatsächlich miteinander noch ein bisschen ins Plaudern zu kommen. Ansonsten können wir natürlich auch gern ein paar Minuten früher schließen und die Gelegenheit nutzen, ein Päuschen zu machen und sich für das weitere Programm nochmal zu erfrischen. Ich danke Ihnen erstmal für die Aufmerksamkeit, fürs gespannte Lauschen. Ich habe natürlich auch noch meine wissenschaftliche Literatur mitgebracht, aber das nur nebenbei. Ich hoffe, ich konnte Ihnen näher bringen, was die Medienwirkungsforschung zum Thema Klimawandel und Nachhaltigkeit beitragen kann. Und ich bin gespannt und freue mich auf Ihre Fragen. Ja, diesbezüglich haben wir hier im YouTube-Livestream auch gleich eine Frage. Ist von Klimakrise oder Erderhitzung zu sprechen gut?
Das kommt drauf an. Also, Sie haben ja gesehen, natürlich gibt es durchaus Gründe dafür, auch solche, sagen wir mal, negativ konnotierten Worte ins Spiel zu bringen, ja. Aber Sie müssen sich dann natürlich im Klaren darüber sein, dass das auch so als, ja, also dass das auch wieder in Rahmen setzt, der eine ganz bestimmte Richtung nahelegt. Ja? Das heißt, also wenn Sie sowas wie Klimakrise verwenden, haben Sie natürlich tatsächlich gleich irgendwie eine sehr klare negative Konnotation gesetzt. Ja? Und dann würde ich schon sagen, müssen wir eigentlich was anbieten zum Thema Krisenmanagement. Ja? Es hat sich jetzt ja auch gerade in der Corona-Krise erwiesen, dass das nicht immer so optimal funktioniert hat. Das heißt, wenn wir den Leuten nahebringen, es gibt eine Krise, dann erwarten die natürlich schon auch in gewisser Weise, dass man ihnen einen Weg aufzeigt, wie man aus dieser Krise rausgelangt, ja? Das heißt, das wäre in der Tat ein Fall für die Abwägung, setze ich hier auf eine negative Emotion und biete dann vielleicht aber auch ganz konkrete Empfehlungen an, was kann ich denn tun, auch gerade so als Einzelner, um dieser Krise zu begegnen? Oder würde ich an der Stelle nicht vielleicht doch einen positiv konnotierteren Begriff wählen? Und eher darauf setzen, sozusagen Zuversicht zu vermitteln und sozusagen stärker diese positive Assoziation stark zu machen. Ja? Denn die wird eingeprägt und die hat dann auch eventuell eher zur Folge, dass sich die Leute vielleicht auch später mal wieder dem Thema zuwenden oder sich genauer informieren. Ja? Aber also, das ist eigentlich ist ein hervorragendes Beispiel, was genau dieses Dilemma natürlich zeigt, ja. Wir haben tatsächlich eine sehr hohe Komplexität in dieser Überzeugungskommunikation und deswegen ist es tatsächlich eine Abwägungsfrage. Ich glaube, dass Klimakrise vielleicht dann gut funktionieren wird, wo ich auf relativ offene Ohren treffe. Das heißt, wenn ich mich an Leute richte, die prinzipiell auch mehr über das Thema wissen wollen, dann mag auch gerade so ein eher negativer Frame, der die Ernsthaftigkeit des Themas verdeutlicht, ganz passend sein, ja. Weil er die Leute dann auch mobilisieren kann, sich weiter damit auseinanderzusetzen. Aber wenn das nicht der Fall ist, wenn ich also eher auf so einer oberflächlichen Ebene Zugang zu den Leuten finden möchte, ist Klimakrise sicherlich ein Begriff, der auch viele abschrecken wird, weil er Dissonanz erzeugt. Daran ansetzend wurde hier im Chat auch schon erwähnt, dass die Psychologists for Future dafür plädieren, es Klimakatastrophe zu nennen, um eben Ernsthaftigkeit und Emotionalität zu berühren. Genau, also das wäre dann tatsächlich der klassische Furchtappell, der aufrütteln soll und nochmal deutlich machen soll, hier geht es um verdammt viel. Ja. Mobilisiert auf jeden Fall eine bestimmte Zielgruppe, aber es ist eben auch immer mit mit solchen Boomerang-Effekten oder Backfire-Effekten zu rechnen. Das heißt, es wird immer natürlich auch die Klientel geben, die so ein Wort lesen und sofort sagen, ich bin raus. Ja. Damit muss man dann rechnen. Hier kommen glücklicherweise immer mehr Fragen rein im Chat. Eine wäre dann noch, was ist, ah ja, da. Finden Sie, es gibt langsam genug Fakten, dass alle wissen, dass etwas nicht stimmt mit der Welt und dass mehr an Emotionen gearbeitet werden muss, also um individuelle Motivation zu geben? Ja, vielleicht schon. Ich meine, klar, die Fakten sind ja eigentlich tatsächlich überall nachzulesen.
an der wissenschaftlichen Faktenlage und auch der Ernsthaftigkeit des Problems, auch der Dringlichkeit, gibt es ja eigentlich sozusagen von, ne, gerade von uns aus gesehen, überhaupt keine ernsthaften Zweifel. Ja. Insofern würde ich schon sagen, dass Emotionen hier ein wichtiger Faktor ist, auf den man auch ruhig noch viel stärker setzen kann, ja, um zu verdeutlichen, wie wir auch alle im Einzelnen von den Folgen betroffen sein werden. Ja? Selbst die ältere Generation muss sich darüber im Klaren sein, dass das ihre Kinder und Enkel unmittelbar betreffen wird und zwar durchaus auch hart. Und da muss man dann auch genau vielleicht mal auf diese Emotionen noch viel stärker eingehen. Ja? Und das, glaube ich, geht mit Emotionen und vor allem eben auch mit der passenden Rahmung, also mit dem Frame, am ehesten, ja. Als nächstes steht dann hier die Frage, sollte man wirklich den Menschen Vorwürfe machen und den Frame sagen, du böser Schnitzelesser? Oder sollte man eher positiv kommunizieren und alternative Rezepte vermitteln? Ich würde sagen beides. Also das ist ja genau, also das liegt ja auch genau in diesem im Konzept des Framing. Ne? Das eine ist eine Ursache auch klarzustellen, eine klare und eindeutige Begründung zu liefern. Ja, wer ist verantwortlich oder wo liegt der die ganz konkrete Ursache für ein Problem? Ja, und die liegt natürlich eben in der Produktion und dem Konsum des Fleisches, jetzt nur mal als Beispiel. Aber das Wichtige ist dann natürlich zugleich auch positiv zu verdeutlichen, dagegen kannst du was tun, ja, und jeder einzelne kleine Beitrag zählt. Also ich glaube, das ist ein wesentliches kommunikatives Problem, was generell im Moment noch, woran es am ehesten auch noch hapert, das ist dieses tatsächlich, diese kleinteiligen Schritte, die jede Einzelne eigentlich gehen könnte, um mitzuhelfen, ja. Das ist natürlich auch genau das Schwierige. Dadurch, dass es so eine komplexe Materie ist, wird eben auch immer noch sehr, sehr häufig sehr abstrakt darüber diskutiert. Ja. Und dann, ja, also das hat sicher auch eine ganze Menge eben mit dieser Dissonanz zu tun. Dann sind wir halt, wählen wir natürlich den einfacheren Weg und reden uns irgendwie raus. Ja. Ich nehme mich da auch nicht aus, auch ich esse Fleisch. Ja. Und ich weiß genauso um dieses Dilemma. Und deswegen nochmal, also das, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist tatsächlich, einerseits nicht zu beschönigen und nicht sozusagen zu verschweigen, dass wir alle Verantwortung tragen, aber zugleich eben auch den Leuten die Hand zu reichen und ihnen zu verdeutlichen, welchen kleinen, konkreten eigenen Beitrag sie alle leisten können. Ja. Genau, dann zwei Fragen, die aneinander anschließen. Erstens, wie sollte man am besten Leuten, die die Klimadebatte als unnötig ansehen, die Ernsthaftigkeit nahelegen? Und im Zweiten, wie sollte man sich an Fridays for Future Befürworter wenden, die der Bewegung durch Realitätsfernheit schaden? Spannend. Diejenigen, die die Ernsthaftigkeit leugnen, da würde ich sagen, da kommt es auf zwei Punkte an. Wer trotzdem offen ist für und zugänglich für Argumente, da würde ich sagen, es gibt, das haben wir ja auch eben schon angesprochen, es gibt ja nun wirklich mittlerweile eine sehr extensive Faktenlage. Wir haben definitiv das Know-how und die Argumente. Das heißt, diejenigen, die sagen, ach, das ist doch alles nicht so wild, aber trotzdem
motiviert und in der Lage sind, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist genau die Klientel, die gute Argumentation braucht und davon auch ruhig ordentlich viele. Ja? Wer das eher ausblendet und es am liebsten vermeidet, ist wahrscheinlich eher tatsächlich auf so einem Weg hintenrum vielleicht auch mal mit fiktionalen Angeboten, mit Geschichten oder auf der Ebene der persönlichen Betroffenheit zu erreichen. Die andere Frage, die ist spannend, aber da bin ich mir noch nicht so richtig sicher, was Sie damit konkret meinen. Was würden, also in welcher Hinsicht sind diese Mitglieder realitätsfremd? Da würde ich sagen, gucken wir, ob da noch jetzt in unserem verbleibenden Zeitfenster eine Antwort reinkommt. Aha. Es hat sich nämlich noch zu der Frage davor, haben sich noch Rückmeldungen ergeben. Nämlich hier bezüglich des Fleischkonsums. Mhm. Die Ursache ist nicht der Konsum, sondern politische Entscheidung, die Tierhaltung vom Landbesitz abzukoppeln, die in den 90ern getroffen wurde. Das ist keine Kundenentscheidung und daran anknüpfend, dass jahrzehntelange Werbung Fleisch zu einem normalen Teil unseres Lebens gemacht hat. Und vielleicht da ansetzen, klarzumachen, dass wir ja eigentlich gar nicht dafür gemacht sind. Ja klar, natürlich, auch da zeigt sich wieder die Komplexität und diese verschiedenen Ebenen. Also ich glaube, wir werden für jeden Teilaspekt sowohl viel politische Verantwortung finden, auch viel wirtschaftliche Verantwortung, aber es geht ja auch gar nicht so sehr darum, jetzt die Leute tatsächlich als Schuldige hinzustellen, also die KonsumentInnen, ihnen aber sehr wohl zu verdeutlichen, dass ihr Konsum dennoch etwas ändern kann. Ja. Denn letztlich haben wir natürlich trotzdem dieses Angebots- und Nachfrageprinzip und in dem Moment, in dem sich viele KonsumentInnen anders orientieren, sich neu entscheiden, kann das vielleicht dann auch wieder auf umgekehrte Weise politisch was bewegen. Ja. Insofern, also ich finde das schon trotz allem einen wichtigen Punkt, wie gesagt, nochmal zu verdeutlichen, wo ist die konkrete Verantwortung jedes Einzelnen, jeder Einzelnen und was können alle im Kleinen tun, um ein Stück mitzuhelfen. Ja. Dann, angesichts der Tatsache, dass unser Zeitfenster noch 2 Minuten entspricht, eine abschließende Frage. Ein typisches klimafreundliches Framing schreckt konservative Menschen meist ab. Mhm. Wie kann ein klimafreundliches Framing aussehen, das auch konservative Menschen anspricht? Als Abschluss. auch hier würde ich sagen, Involvement und persönlicher Bezug sind ein wichtiger Punkt. Das heißt, wichtig ist für Überzeugungsbotschaften immer, die Menschen da abzuholen, wo sie stehen. Und vielleicht ist es ja gar nicht so widersprüchlich mit konservativen Werten, wie wir zuerst immer glauben mögen. Ja. Ich habe jetzt nicht sofort irgendwie ein Argument oder einen ganz konkreten Tipp an der Hand, aber das wäre ja vielleicht auch mal so insgesamt für uns eine wichtige Frage, die wir mitnehmen können. Wie kommt man denn argumentativ noch näher auch in diese konservativen Werte hinein und wo ist da ein gemeinsamer Nenner? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es den sehr wohl gibt und den zu finden wäre dann vielleicht der nächste Schritt oder eine schöne neue Aufgabe für weitere Überzeugungskommunikation. Gut, dann würde ich
den Vortrag an dieser Stelle schließen. Es gab noch einige Rückmeldungen im Chat. Ich schätze mal, da kann man sich dann noch an unsere Stelle wenden, Genau. wenn man dann noch die Diskussion sucht. Da sind wir noch offen, auch wenn ja, die heutige Zeit vielleicht ein bisschen beschränkt ist. Geht darüber hinaus ja noch vieles. Ich würde mich noch einmal herzlichst bedanken, dass Sie sich bereit erklärt haben, hier teilzunehmen. Gerne. Und ja, hoffe auf die Zukunft. Vielleicht ergibt sich da ja dann noch einmal etwas. Und danke natürlich auch allen, die zugeschaut haben und dran geblieben sind, für die Aufmerksamkeit. Ja, danke auch nochmal von mir. Hat mir viel Spaß gemacht, mich damit mal auseinanderzusetzen und dieses Thema sozusagen hier für Sie aufzubereiten und zu präsentieren. Und Sie können sich natürlich gern auch mit Nachfragen noch direkt an mich wenden. Dann war es das für heute. Hat Spaß gemacht. Hey, du willst Teil der Bewegung werden und Klimabildung für alle voranbringen? Dann finde unter studentsforfuture.de deine Gruppe vor Ort oder Infos, wie du deutschlandweit aktiv werden kannst. Du bist kein Studi mehr? Kein Problem. Unter for-future-bündnis.de findest du deine passende For-Future-Gruppe.